Herzlich willkommen bei Witcher 3 White Hunt. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben beim Angriff auf den Greifen. Wir wollten uns den Greif greifen und dazu brauchten wir ja Kreuzdorn. Und Kreuzdorn kriegen wir ja. Ups, warum bin ich denn im Menü? Ich wollte gerade ein bisschen was nachschauen. Und Kreuzdorn kriegen wir ja vom Fluss. Da wollten wir schnell noch hindüsen. Und rennen hier einmal wild durch die Steppe. Wir gucken mal ein bisschen auf die Karte, was noch in der Nähe ist. Ja, das hatten wir ja schon alles gemacht. Sonst eigentlich. Oha. Mal gut was zu reiten. Aber das machen wir natürlich nicht. Zu Fuß reiten wir nicht. Sondern wir benutzen natürlich unseren Plätze. Weiter So. so, Plätze. Komm, mein wilder Hengst. Lass uns mal hier Das ne. Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, kann's ja auch. Da können mächtige Mächte am Mächten sein. Nicht so schnell, Plätze. Okay. Gut. Ging ja ganz gut. Plätze kann das ab. Der kann einfach mal so 20 Meter Felsen runtersteppen. Das geht ganz gut. Ja, Kreuzdorn als Beute oder beziehungsweise als Lockmittel, ne? Soll ja irgendwie bestialisch stinken. Und das mögen anscheinend die Greife. Die greifen sich gerne Stinkbomben. Stinker. Und wenn die das mögen, dann werden wir das natürlich zusammen punchen. Das ist kein Problem. Manchmal ist das ein bisschen laggy hier. Ich habe schon geguckt, also an mir liegt es nicht. Dann muss er dann euch liegen. Oder einfach nur am Stream. Ich weiß nicht. Der wehrt sich manchmal als richtig wieder, aber. Der hat auch nicht so viel Bock. Der mag nicht so springen anscheinend. So, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, völlig unter Wasser ist das anscheinend. Tauchen wir mal eine Runde. Ui, sieht ja ganz schick aus. Guck mal, da so ein altes Boot. Vielleicht finden wir hier ja auch noch richtig schöne Sachen. Was bist du? Finden wir hier noch irgendwas? Nee, nur Kreuzdorn funkelt hier. Ach, wir sammeln mal ganz viel davon, wenn wir eh schon mal hier unten sind. Ich denke mal, das wird es ja jetzt nicht allzu viel geben. Ne? Der gute Kraut. Ach, da hinten ist eine Kiste. Ja, die schnappen wir uns natürlich. Also werden wir schon mal gratis eine Kiste kriegen. Ist das hier? Auch eine Kiste. Das nehmen wir uns alles. Oh, Sauerstoff fehlt ein bisschen. Knabbig. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ja, oh, das habe ich ja gehofft, ne? Dass wir hier nicht alleine irgendwie durch den Kampf aufnehmen müssen. Ohren, Lederstück, Baumwolle, Langschwert und irgendwas anderes. Konnte ich jetzt, ach, Vitriol. Was auch immer das ist. Hört sich irgendwie lecker an. Herr Meister, gib mir mal noch eine Pulle Vitriol. Na klar. Oh, ich wollte schon sagen, die fängt aber gar nicht an. Das sieht doch aus wie eine Kiste. Da haben wir noch ein, was auch immer. Driglaf-Runstein. Nägel. Kedwenische Gambeson. Ja, und Rubidur. Was auch immer das ist. Ja, dann haben wir ja alles zusammen. Dann können wir ja wirklich mal jetzt da so hinsteppen, ne? Und uns da ein Schmaus für den Greifen zusammen klabautern. So, erstmal. Achso, ja, wir sind ja direkt hier. Ach, haben wir ja noch nicht mal weit. Da können wir auch steppen. Na, da komme ich bestimmt nicht durch, ne? Oh, doch. Hexer können alles. Oh, falsche Richtung. Und wieder zurück.
Ja, ich bin mal total gespannt, ne? Ich glaube, das wird jetzt nicht einfach. Hören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimov. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Und Ende vom Dehngespräch. Okay, wir sind ja wohl nicht der beste Bauer. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Schlaues Kerlchen. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Na gut, gut. Wir haben schon alles. Pass auf. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ja, so ist es meistens. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Los. Bescheid. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Sag mal, ist der eine hier betrunken, oder was? Ja, betrunkener. Hey, Digga. Verpiss dich! Nö. Verpiss dich! Nö. Unfreundliches Gesocks hier. Aber wir haben ja eine Mission. Wir müssen uns den Greifen annehmen. Ja, so weit ist es ja gar nicht. 100 Schrittchen. Oh Gott, ich bin mal gespannt, ne? Das wird ordentlich, glaube ich, auf den Senkel geben. Wir machen mal eine Speicherung. Bevor ich wieder versage. Oder sage ich mal, die Gewinnsache des Kampfes anders auslegen. Ja, schon richtig am Bauen. Okay. Ein Fluss, goldene Getreidegarten. Charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Klar. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Wo hat denn der das Schaf her? Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Ey, wie sie mir ein Schaf aus der Tasche gezogen. Unglaublich. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen. Unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Oha. Oh, jetzt kommt er. Boah. Hörst du? Er ist ganz nah. Und im Tiefflug. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Nimm dies. Oh! Eine Armbrust? Eine Armbrust! Den Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Äh.
Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Jetzt geht's los. Oh Gott. Wie machen wir das? Und der hat Hunger. Okay. Auswählen. Zum Auswählen Dingsen. Oha. Gut. 1-0 Greif. 0 für Hexer der magischen Künste. Phoenix Greif. Na, da hab ich ja Bock drauf. Wissen wir. Mach es gut. Oha. Okay. Vorsicht! Sturzflug! Oha. War aber mutig von mir stehen zu bleiben. Scheiße. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt hat er mich komplett erstmal aus dem Spiel gehauen. Auf den Desktop. Es tut mir. Au. Sehr sorry. Und der Greif, der hat ordentlich was auf dem Kessel anscheinend. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen aus der Flaschebulle trinken. Wasserflasche. So, komm. Haha, das funktioniert ganz gut, ne? Brenne für mich. Ja, wo will er denn hin? Na, hallo? Da haut er einfach ab. Dann können wir nochmal vom Brot naschen. Wo fliegt er denn hin? Ach, da oben, okay. Hallo? Kann ich mit dir eigentlich reiten? Und das für eine dumme Sau. Okay. Das Pferd mag mir also nicht so. Eieiei, ey. Ein bisschen was hat er ja drauf. Eieiei. Eieiei, was ist das denn? So, jetzt komm. Einen ganzen Greifen erlegt, ey. Ausgebrannt heißt das Vieh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, Dankeschön. Auch wenn du noch dies und das verfallen könntest. Was hast du denn immer? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Ja, genau. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Wiesemir macht sich nicht gerade jetzt beliebt bei mir. Ja, hau bloß ab, lass mich wieder die ganze Drecksarbeit machen. Monsterhörn, Greifenfedern, durchdrungener Staub. Monsterklaue, Greifenei, Greifenmutagen und Greifentrophäe. Yeah. Was ist jetzt? Oh ne. Oh Mist. Jetzt kommt der Köppele. Ab mit seinem Kopf. Hm. Da ist er dran. Da. Oh. Geh mal mit der Zunge raus. Bleh. Bleh. Widerlich.
So, ja, nachdem wir das ja recht erfolgreich hingekriegt haben, ne, werden wir jetzt mal. Langsamer. Ja, ich glaube, wir gehen den direkt abgeben, ne? Was sagt ihr? Wo müssen wir denn hin? Und was haben wir auf dem Weg? Das ist immer ganz wichtig. So, wir müssen. Ich habe gar keinen Weg angezeigt. Da müssen wir hin. Ja, am Fluss gucken wir gleich noch vorbei. Da setze ich schon mal einen Marker. Ich weiß zwar nicht, warum man da hin möchte. Heya! Wieso will der da lang? Nur noch mal gucken. Der will hier durch. Warum? Dann setze ich da den Marker. Den können wir gleich mal speichern. Ganz wichtig, speichern. Laufplätze. Und dann gucken wir gleich, was hier denn los ist. Oha, das sieht mir wieder aus. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Das sieht mir aber aus nach Geisterfalle oder so. Also nach Erscheinung mittags, Frühlings. Oder einfach nur Kartoffel. Na komm, heute hier. Boah, ich muss doch jetzt nicht zu dir rennen. Plötzlich will ich mitmachen. Wo ist der Vieh? Hä? Na, wo sind das? Nicht mehr da. Nom. Fertigkeitspunkt für mich. Nom. Hä? Hat der Vieh jetzt besiegt oder was? Komm ich da irgendwie rein? Da. Oh, Entschuldigung. Ein Kellerchen nur für mich. Ein Kellerchen nur für mich. Ah. Da ist es ja wieder. Geronimo! Oh, voll daneben, Geronimo! Jetzt habe ich ihn! Easy, easy. Und weil wir das so schön gemacht haben, wir haben mal eine Runde meditieren. Achso, ja, das war es ja schon. Und wir haben volles Leben. Also das ist natürlich auch sehr simpel gemacht, ne, beim Spiel, dass man denn so sich aufladen kann. Aber ich glaube auch, das liegt so ein bisschen am Schwierigkeitsgrad. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich spiele nicht allzu einfach, aber ich spiele auch jetzt nicht allzu schwer. Weil ich möchte euch ja ein bisschen was zeigen. Mir selber auch zeigen. Und da sind ja denn allzu schwere Sachen dann auch nicht so toll. So, zumindest nicht, wenn man die ganze Zeit laden möchte und mir dabei zugucken möchte. So, mein Freund, was hast du noch? Brief des Hexer Kolgrim von der Vipan-Schule. Shima Vipan Silberschwert. Shima, hab ich gesagt, ne? Schema meinte ich natürlich. Und wir haben was zu lesen. Aha. An Iva Bösaug, Rektor der Vipan-Schule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unseren Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf den Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen, um mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf
das allgemeine temerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, was auch immer das ist, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Kolgrim. Oh. Also anscheinend sind dann viele andere noch, aber ich habe ja nur eins gefunden. Ihr meint, er hat ja da so ein bisschen mehr, ne? Also gibt's hier denn noch einiges zu tun. Magie, ein Ort der Macht. Ja, da haben wir doch schon. Oder? Welche Sturm? Ach, wir machen es einfach nochmal. Gestorben sind wir nicht. Jetzt sehe ich das Zeichen. Habe ich das davor nicht gehabt? Ich weiß nicht. Ich will hier noch ein bisschen sammeln. Ja, Plätze. Ja, gut, wir gehen gleich wieder. Komm, mein Süßer. Auf dem Weg, glaube ich, hatten wir noch was, weil er führt uns ja... Ach nee, das war ja das gleiche. Wollen wir da mal hin? Ach, das nehmen wir auch noch mit. Warum auch nicht? Na, falsche Taste. Ah, tut mir so leid. Schneller. So, komm. Wir wollen jetzt hier so ein bisschen... durchsteppen und dann mal gucken, was da Schönes im verborgenen Wäldchen lauert. Bestimmt irgend... Oh. Was ist das? Das sieht mir mehr aus wie... Was ist das? Was sind das für Viecher? Hallo? Hallo? Erstmal Igni ausrüsten. Das Medaillon vibriert. Ach, ein Ghoul. Muss ein der Macht sein. Ha. Oh. Oh, habt ihr gesehen? Der ist gewachsen. Oh, der heilt sich. Was ist denn das für eine Dose? Sehr heilt. Ghoule können das? Giftextrakt und Ghoulblut. Was gibt's denn hier noch so Feines? Das hatten wir ja. Das ist klar. Das sind aber auch nie so kleine. Was ist das denn? Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Nö, ja, zerstören wir. Nicht die richtige Bombe. Sind da zwei neue jetzt? Ja, da sind... Echt? Komm her hier. Ja, ich hab den ein bisschen angesenkt, ne? Heute gibt's Ghoulbraten. Vom. Aber stopp mal, ich muss doch. Jetzt, gibt's da denn nicht irgendwie was Schönes? Was gibt's denn da Schönes? Weiß ich gar nicht. Alchemie? Muss ich mal gucken. Bomben. Was ist das hier? Kartesche? Für Gegner. Schaden. Zerstört Monsternester. Und was brauchen wir dafür? Salpeter. Okay. Ja, nee, das, sowas haben wir nicht. Das haben wir nicht. Nee, da kann ich denn nicht mit dienen. Okay, können wir es nicht machen. Es bleibt nur noch das hier. Aber ich glaube, wir rennen einfach mal jetzt wirklich zur Burg. Weil wir haben ja noch ein Käffchen zum Abgeben. Was ist hier los? Ja. Hier ist anscheinend nur ein kleines Lager. Na Jungs, alt fit?
Sonne geht unter. Der Abend röte. Steppen wir hier lang auf dem Weg zur Kaserne. Sind wir außer Rand und Band. Kennen wir das hier schon? Anscheinend. Mist. Ich dachte, ich habe was Neues entdeckt. Ja, den Greif, den haben wir ja gut zusammen, ne? Mit tatkräftiger Unterstützung eurerseits haben wir das zusammen gemeistert. Und jetzt wollen wir mal den Schädel abgeben, damit wir auch wissen, wo Yennefer hingebracht worden ist. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Oha. Am Anfang wirkte sie ja so sympathisch, wo er meinte so. Was? Am Anfang schien er freundlich zu sein, ne? Weil er meinte, ja, ich kann 40, also der andere, der Bauer, ja, ich kann 40 liefern. Na ja, 20 reicht, ne? Naja, mal gucken. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Nochmal? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Okay, dann komm. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt. Dann kommt genau das Gleiche. Ich wollte es ja nur mal testen. An deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ja, los, komm. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Nee, ich würde nicht. Wichser. Nicht, dass wir ihnen noch irgendwas schulden, ne? Also, das ist... Das will ich nicht, ne? Wo ist der Gute? Und was mit den Guten passiert, sehen wir in der nächsten Folge, ne? Bleibt dran, es wird spannend, ne? Es geht weiter. Bis demnächst. Ciao.